Moin aus Ostfriesland und herzlich willkommen diesmal nicht aus Opas Hobbywerkstatt oder in Opas Hobbywerkstatt, sondern in Opas Schlafzimmer. Wenn Sie jetzt eine Dokumentation zum Liebesleben oder über das Liebesleben der Rentner erwarten, muss ich Sie leider enttäuschen. Es geht zwar ums Thema Bett und ums Thema Schlafen, aber es geht um gutes Schlafen. Wenn es Ihnen genauso geht wie mir, dass Sie auf einem guten Boxspringbett mit einem tollen Topper morgens aufwachen, Sie haben Rückenschmerzen, Sie haben Nackenschmerzen oder Sie sind vielleicht sogar müde, als Sie abends ins Bett gegangen sind, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit an der falschen Matratze liegen. Ein Wasserbett galt lange Zeit für Rückengeplagte oder Rückengeschädigte als das Nonplusultra. Aber so ein Wasserbett hat auch Nachteile. Es ist schwer aufzubauen, es ist schwer abzubauen. Es gibt kaum ein Bett, was eine vernünftige Lendenwirbelunterstützung bietet. Man liegt auf so einem Wasserbett zwar wie auf Wolken ohne Druckstellen, aber die Wirbelsäule wird in der Regel nicht richtig stabilisiert. Das ist ein Problem. Zum anderen, was dazu kommt, in Zeiten immer stärker steigender Energiekosten, so ein Wasserbett hat Folgekosten. Das heißt, man muss jährlich mindestens einmal Conditioner hineinfüllen. Und dieses Wasserbett muss rund ums Jahr jeden Tag beheizt werden. Vielleicht den ganz heißen Sommer nicht, aber bei den steigenden Energiepreisen kommen da gut und gerne im Jahr 400 bis 500 Euro an Kosten zusammen, die Sie mit einrechnen müssen. Werden Sie fragen, gibt es etwas Besseres oder etwas Gleichwertiges wie ein Wasserbett? Ja, gibt es. Und zwar eine sogenannte Airmatratze. Das heißt, das ist bitte nicht zu verwechseln mit diesen billigen Luftmatratzen, Airmatratzen, die man für Camping oder als Gästebett nutzt. Sondern eine richtig gute Airmatratze ist perfekt für Leute mit Rückenproblemen, weil man den Härtegrad gradgenau oder prozentgenau einstellen kann. Wie, das erkläre ich Ihnen gleich noch. Eine der wohl besten Airmatratzen wird in Holland, in dem kleinen Örtchen Jure, gefertigt. Und ich habe mich mit dem Inhaber Patrick Kloppenburg verabredet und wollte mir vor Ort einmal anschauen, wie so eine Matratze hergestellt wird, und hören Sie selbst, was Herr Kloppenburg dazu zu sagen hat. So, meine Damen und Herren, wir sind hier in Holland und zwar bei dem Hersteller der Luftbetten. Das Wort ist etwas schwierig auszusprechen. Matt Air. Also es geht schwer über die Zunge, aber dafür ist das Bett umso besser. Hier am Tisch sitzt Patrick Kloppenburg, er ist der Inhaber der Firma Matraya. Und ich möchte ihn jetzt bitten zu erläutern, was so ein Luftbett ausmacht und was es besonders macht. Ja, das große Vorteil mit einem Luftbett ist natürlich, dass es, man kann es einstellen. Normalerweise, wenn man eine Matratz kauft, ist das Matratz fix und fertig. Und muss dann darauf legen und daran gewöhnen. Das Vorteil beim Luftbett ist, man kann ein bisschen Luft dazu machen, wodurch man eine etwas festere Matratze bekommt oder etwas Luft raus, dass es etwas weicher wird. Und das sind große Vorteile und auch die Unterstützung von der Luft ist viel besser dann bei einem Tassenfedern oder einem Schaummatratz. Das sind eigentlich, und wie sagt man das, ist einwandfrei, man muss nichts daran machen und fix und fertig. Ja, und der Vorteil ja auch, dass ich nicht ein besonderes Untergestell brauche, wie bei einem rund im Schnitt einer Wassermatratze, die so ca. 500 Kilo wiegt. Stimmt, stimmt. Das Einzige ist, da kommt nur 5-10% kommt aus das Unterbettgestell. Also wir advisieren immer ein Lattenrost oder ein Boxspringer unten zu setzen, weil vom Preis aus her, die Matratze kostet normalerweise 1.500-1.700. Und wenn man dann kein gutes Unterstell nimmt, ist das ein bisschen schade für den Preis. Okay. Viele Leute haben sicherlich Angst, Luftbett verwechselt man leicht mit billigen Luftmatratzen, die es also zu Tausenden für Camping und als Gästebetten angeboten werden. Wie sieht es aus, wenn so ein Luftbett mal einen Defekt bekommt, theoretisch ein Loch durch irgendwas, kann man das selbst irgendwie flicken oder ist dann der Austausch des Innenlebens erforderlich? Wir geben 5 Jahre volle Garantie drauf. Man kann es auch kleben, wenn nötig ist, aber ein Loch im Luftkern geht fast nicht, weil es ist aufgebaut wie ein Wasserbett, nur mit Schlauchen dazu.
Und das Vorteil beim Luftmatratz ist, im Gegensatz beim Wasserbett, dass es nicht alt wird. Normalerweise wird Vinyl wird hart und bricht. Und hier hat man auch nach 20 Jahren ist natürlich fast immer das gleiche, ja, super Vinyl noch immer da. Prima. Herr Kloppenburg, vielen Dank. Wir schauen uns unten gleich nochmal kurz in die Produktion rein, damit Sie auch sehen, liebe Zuschauer, wie so ein Bett in etwa hergestellt wird. Okay. So, wie ist so ein Luftbett aufgebaut? Man hat natürlich diese Außenseite, die Hülle. Die kann man ganz abnehmen und ist bis 60 Grad waschbar. Das ist ein großer Vorteil. Noch ein Vorteil ist, alles ist modulair aufgebaut. Und alle Platten, alle Schaumen liegen separat da drin. Wenn zum Beispiel so eine Platte irgendwo einmal kaputt ist gegangen, ist es nicht nötig, um das ganze Bett zu wechseln, ist nur eine Platte zu wechseln. Diese Schnitten machen wir immer da drin, weil hier beim Beckenbereich und beim Schulterbereich muss man weiter wegsenken. Hier kommt man bei das Luftbett, aufgebaut wie dasselbe Vinyl wie im Wasserbett. Nur überall sitzen hier, wie sagt man, von diesen Rohren drin, dass es keine große Beule wird. In die Luftkern, das kann man hier fühlen, sitzen Calciumrollen, die sorgen dafür, dass man etwas stabiler liegt und dass die Schulter etwas weiter senken kann. Weiter ist aufgebaut. Alle Kupplungen, die verwendet werden, schließen zichzelf automatisch ab und kunnen geen Luft verlieren. Wenn zum Beispiel jemand keine Elektrizität unter das Bett haben will, so wie die Pump zum Beispiel, kann man es auch an die Kopfende abziehen und verliert keine Luft. Also, unten hier haben wir den extra Schulterbereich. Ja? Und an die Seite haben wir aufgerunden, dass es besser beieinander passt. Die Pump steht immer unter das Bett. Man kann es auch, wenn es aufgepumpt ist, so lassen, abkoppelen und fertig. Weil das Luft, theoretisch verliert das Luft, aber in Praktik, normal verliert es keine Luft. Also so ungefähr wie bei einem guten modernen Autoreifen, den ich auch nur, ich sag mal, alle paar Jahre mal kontrolliere oder alle paar Monate, damit auch noch der nötige Druck vorhanden ist. Stimmt. So, ich bin wieder zurück aus Holland und habe dort meine Air-Matratze gleich vor Ort gekauft. Da ist hier der Topper, das ist die Matratze. Hier haben wir den Kompressor samt Fernbedienung. Und hier ganz rechts von mir steht noch ein zweiter Topper, denn ich wollte es ganz gern sehr weich haben. Alles das kann man mit so einer Air-Matratze oder bei dieser Air-Matratze ganz individuell einstellen, kaufen. Jetzt geht es gleich los. Unboxing heißt es neuhochdeutsch. Ich sage immer noch auspacken dazu. Ich packe gleich die Matratze aus, werde sie den Topper einlegen und dann kann das Ganze auch schon ausgetauscht werden. So, dann wollen wir mal. Mal den Topper an die Seite legen. Das ist die Matratze. So, als erstes fällt einmal schon hier mir der Schlauch gleich entgegen, der zum Befüllen des Luftkerns gebraucht wird. Dann haben wir jetzt hier die einzelnen Bezüge. Mal öffnen.
wird oder auch Körper genannt wird eigentlich. Alles sehr neu ist und natürlich alles relativ stramm geht jetzt noch, ist das ein kleines bisschen Fummelei, aber das werden wir schon hinkriegen. Ja, die Topper, in der Regel ist es ja nur ein Topper, wie gesagt, ich wollte das ganz gern besonders weich und komfortabel haben, deswegen habe ich zwei Topper, die sind eingezogen. Jetzt gilt es also noch, den Luftkern aufzublasen. Und das ist also relativ einfach. Das sind so Luftschläuche hier. Einmal hier anschließen. Guck, ob schon geht. So, jetzt haben wir es richtig drauf. Man hört wenig, der Kompressor pumpt. Empfohlen ist also ein Anfangsdruck von 7 bis 8 und hinterher kann man sich persönlich jederzeit einstellen, ob man es weicher oder härter haben möchte. Wird also jetzt einen kleinen Moment dauern. Das Schöne dabei, der Kompressor ist sehr leise, also hier kann man auch mal abends, ohne dass die Nachbarn geweckt werden, den Druck der Matratze ändern. So, 5 haben wir schon, 6. Noch ein wenig. 7. Ja, das war's schon. Die Matratze ist fertig und kann ins Bett. Inzwischen habe ich mehrere Nächte auf der Air-Matratze geschlafen und ich habe sehr gut geschlafen. Ich hatte nicht am Morgen wie sonst üblich Schulterbeschwerden oder Nackenbeschwerden, die sind mit einmal wie weggeblasen. Aber ich muss auch sagen, so eine Air-Matratze kann keinen ganz kranken Rücken heilen. Es unterstützt und lindert, wenn man Schmerzen hat, Verspannung oder wie auch immer, weil man ja in einer Art Schwebezustand liegt. Aber wie gesagt, es kann nicht heilen, es ist keine Wundermatratze. Ist Ihnen die Matratze zu weich oder zu hart, dann nimmt man einfach diese Fernbedienung, drückt aufs Knöpfchen und kann sie also mit einem Handgriff härter machen, Knöpfchen darunter und sie wird weicher und kuscheliger. Alles zusammen kann ich nur sagen, eine Top-Matratze, eine echte Alternative zum Wasserbett. Und im Gegenteil, ich finde diese Matratze inzwischen besser als eine Wassermatratze. Vielen Dank.